Willkommen bei Hunter Honeybee und Hunter Matze TV. Kurze Zusammenfassung, wie erstelle ich meine Etiketten für die Honiggläser und wie bringe ich sie aufs Glas? Willkommen, lieber Hunter Honeybee Gemeinde. Auf einem Wunsch hin von einem bis auch mehreren Abonnenten zeige ich euch mal, wie ich meine Etiketten gestalte bzw. wie ich sie drucke und dann schlussendlich aufs Glas bringe. Ich habe meine Etiketten hier in diesem Programm entworfen. Das ist ja ein sehr gutes Bearbeitungsprogramm zum Zeichnen für 3D-Druckteile, mitunter auch für CNC-Frästechnik benutze ich dieses Programm oder auch um eigene Marketing-Sachen, Werbesachen für T-Shirts, Druck und andere Sachen zu benutzen, wie zum Beispiel Tassen bedrucken oder so. Ich war früher mal beruflich in dieser Branche tätig gewesen und somit bin ich an dieses Programm gekommen, was aber kostenlos eigentlich für jeden verfügbar ist im Internet. Die abgespeckte Variante sozusagen. Und jeder kann damit arbeiten. Dieses Programm heißt InkSkype oder InkSkype. Das kann sich jeder im Internet mal raussuchen und runterladen. Man hat da viele Bearbeitungsmöglichkeiten, mitunter halt auch seine eigenen Etiketten zu erstellen. Und ich habe meine Etiketten so gestaltet in diesem Programm, dass ich die Möglichkeit habe, alle Bauteile einzeln hin und her zu schieben. Somit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, alle meine einzelnen Schriften, die ich hier drinne habe, ja, separat zu bearbeiten und rauszunehmen und wieder reinzunehmen. Somit fällt es mir natürlich leicht, wenn ich jetzt zum Beispiel das Etikett Sommerblüte auf Etikett umarbeiten möchte für Rapshonig. Moment mal, das macht sich mit einer Hand nicht so einfach. Wo ist denn hier mein Dings? Und dann kann man hier die Sommerblüte vergrößern, verkleinern, schreiben, verschieben, so wie man das möchte. Kann man das alles rausnehmen und natürlich auch wieder einsetzen. Ja, das ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Mit dem Programm muss man sich selber ein bisschen beschäftigen. Das kann ich jetzt alles nicht in diesem einen Video zusammenfassen. Aber ich kann hier alle Komponenten rausnehmen, alle Schriftkomponenten, mitunter auch meine selbstgezeichnete Biene und kann diese dann wieder einfügen. Die Grundvorlage für mein Etikett wie auch für mein Logo ist genauso entstanden. Die ganzen Figürchen, die Waben, solche Sachen sind alle mal in diesem Programm entstanden. Das heißt, wir haben uns mal Waben rausgesucht, die wir dann hingelegt haben, fotografiert haben. Dieses Foto habe ich dann hier eingefügt, skaliert und gerendert. Dann hat man nur noch dieses schwarze Render-Rohgerüst. Und anhand des schwarzen Render-Rohgerüsts habe ich dann wieder angefangen, hier einen Flyer zu bilden, wie auch hier unten diese ganzen Waben. Das sind alles ja gezeichnete Einzelwaben, die hier in dem Programm entstanden sind, wurden dann aneinander gefügt und wurden mit Farbe ausgefüllt. Da gibt es dann mitunter solche Funktionen hier an der Seite, wo man dann Farben einfügen kann oder füllen kann, mit dem Topf zum Beispiel, und dann kann man diese einzelnen warmen Kästchen mit unterschiedlicher Farbe füllen, um diese Farbeffekte zu erzielen. Genauso wie auch dieser Honigtropfen sozusagen, der ja auf meinem Etikett ist. Dieses runterlaufende Honigformat sozusagen, das kann man alles damit zeichnen. Kann das auch vorher auf einem Blatt Papier zeichnen, wenn man das möchte, zu Hause. Das habe ich mit der Biene zum Beispiel gemacht, auf dem Blatt Papier gezeichnet und die Figuren auf dem Blatt Papier gezeichnet. Das Ganze dann eingescannt mit einem Scanner und gerendert und diese gerenderten Bilder dann sozusagen, diese digitalisierten Renderbilder hochgeladen in diesem Programm hier und dann mit Farbe ausgefüllt.
So entsteht das Etikett. Danach folgt natürlich die Anpassung in dem Etikett in die Seite. Hier zum Beispiel kann ich dann entscheiden, wie viel von dem Etikett in die Seite rein soll. Und nun muss man nochmal greifen hier. Los. Ah ja. So, und kann man jetzt bestimmen, wie was in die Seite soll. Kann das Ganze hier natürlich einzeln auch nochmal drehen, die Etiketten. Das mache ich am liebsten, immer einzeln anzupassen. Das hier ist eine DIN A4 Seite, die vorgegeben ist vom Programm. Und dann entsteht natürlich eine fertige Etikettseite. Dazu kaufe ich mir DIN A4 Etikettenpapier im Internet. Und dann blende ich euch ein Foto dazu ein, wie das Ganze dann ausgedruckt aussieht. Dieses Etikettenpapier ist ja nicht günstig und nicht teuer, aber damit ich es nicht verschwende, mache ich grundsätzlich immer erstmal einen Testdruck auf Normalpapier, ob alles stimmt, ob alles passt. Und dann drucke ich das auf DIN A4 Etikettenpapier im Ganzen aus. Und dann wird das Ganze ausgeschnitten mit einem Brettschneider oder mit einer Schere. Es gibt ja so Bretter für den Bürobedarf, wo an der Seite ein Messer dran ist. Da kann man dann viele Etiketten mit einmal schneiden. Und dann lege ich immer 3-4 Bögen übereinander. Da die alle gleichmäßig gedruckt sind, kann man das Ganze dann mit einmal ausschneiden. Und wenn man nur 2-3 Etiketten mal braucht, dann kann man die natürlich auch mit der Schere ausschneiden. Ja, und hier ist dann so das Beispiel, wenn das Etikett zugeschnitten ist, wird das auch da aus der Mitte raus aufs Glas gebracht und aufgeklebt. Ich mache das jetzt nochmal so als Beispiel. Vorher natürlich schön ausrichten und dann ist das Glas gerade beklebt mit dem Etikett und fertig. Nach dem Befüllen klebe ich immer die Etiketten auf, druck vorher noch mal das Datum auf, das Haltbarkeitsdatum, ja, ne? Und dann ist es fertig. Mehr ist das gar nicht. So einfach ist es mit dem Thema Etikett aufs Glas und Etikett entwerfen. Tja, das Ganze mache ich natürlich auch mit meinen Propolisflaschen und allen anderen Gegenständen für die Imkerei sowie Pollengläschen. Alles hat sein eigenes Etikett mit meinem Logo drauf. In den dementsprechenden Größen. Ja, hier schon ein bisschen gekleckert vom Propolis nachfüllen, weil das meine Flasche für mich zu Hause ist. Ja, und das war's schon wieder mit dem kurzen Informationsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und wünsche euch eine schöne Woche.